Manche Frauen wirken so ein bisschen beim Schreiben mit ihnen, als wenn die so ein bisschen kopflos, ja, so ein bisschen wie die da drüben. Oder einfach nur so ein bisschen versteinert, auch wie die da drüben. Weil sie einfach nicht antworten oder zumindest nicht in der Lage sind, mal zu reagieren auf was, was du ihnen schickst. Ich sag dir was, das Geile ist, was du jetzt in diesem Video bekommst, sind drei Nachrichten, die einfach tausendfach getestet wurden, die sehr, sehr geil funktionieren, wenn eine Frau dir mal nicht antwortet. Aber dazu gehen wir jetzt mal ganz kurz rein, weil hier draußen ist auch am Regnen. Und dann zeige ich dir das mal am Whiteboard. Alright, alright, alright. Also, jetzt sind wir hier am Whiteboard und ich habe dir hier schon, wie du siehst, mehrere Dinge aufgeschrieben. Und zwar, zum einen kriegst du hier drei Killer-Nachrichten und zum anderen hast du hier die drei Nachrichten, die ich dir jetzt nach und nach erklären werde, für die verschiedenen Situationen, in denen es dir normalerweise passieren wird als Mann, dass eine Frau dir nicht antwortet. Und einfach nur, nicht weil ich es brauche, sondern weil ich es denke, es ist geiler für dich, wenn du einem richtigen Professor zuhören kannst und diesen richtigen Vorlesungsprofessoren-Vibe hier bekommst vom Flirt-Professor. Ziehe ich mir extra eine Brille auf dafür. Ja. Und keine Sorge, mir ist gerade auch aufgefallen, ich hätte vielleicht nicht Killer und Todesfall kombinieren sollen. Hier geht es nicht darum, Frauen mit deinen Textnachrichten dazu zu bringen, sich umzubringen. Es geht darum, dass sie zurückschreiben, okay? Also, Spaß beiseite. Was wir jetzt also hier haben, ist einmal die Todesfall-SMS. So, das ist dafür geeignet. Stell dir vor, du hast eine Frau angesprochen. Das war eine geile Stimmung zwischen dir und ihr. Du hast dich gut mit ihr verstanden und du hast ein Gefühl von, du bist nach Hause gegangen, das ist dir, die schreibt mir auf jeden Fall zurück, das wird richtig gut. So, jetzt hockst du zu Hause und sagst dir einfach nur so, hey Jenny, war sehr, sehr cool mit dir. Bam, keine Antwort. Dafür ist diese SMS. So, du hast sie noch nicht wirklich großartig kennengelernt, es war eine gute Stimmung und jetzt kommt das, wie du das ganze Ruder rumreißen kannst. Eine Sache ist mir aber allerdings wichtig hier an der Stelle. Die ganzen Typen, die da jetzt draußen waren und vielleicht einfach nur eine Frau bedrängt haben, aufdringlich waren und die Telefonnummer nur deswegen bekommen haben, weil die Frau gemerkt hat, ich werde den sonst nicht los, ich gebe dem jetzt irgendeine Nummer. Ja. In diesen Szenarien funktioniert das nicht. Ja. Da musst du einfach nur daran arbeiten, wie kalibriert du vorgehst und dass du so ein kleines bisschen anders rüberkommst. Aber wenn du wirklich dich erinnerst, war eine geile Stimmung zwischen dir und ihr und jetzt antwortet sie nicht mehr. Das ist deine SMS. Also, wie funktioniert die Ganze? Ganz einfach, ja. Bleib mal bei der Jenny als Beispiel. Du schreibst dir einfach nur, hey, ist es hier die Familie von der Jenny? Weil ich hatte die Jenny neulich auf der Straße kennengelernt. Wir haben uns direkt verliebt. In den ersten 10 Sekunden war sofort klar, es wird eine intensive Liebesbeziehung zwischen uns beiden. Und es war einfach eine Affäre, die schon am Knistern und am Beginn war. Die Luft hat gefunkt und alles war großartig. Und jetzt antwortet sie nicht mehr. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist einfach nur, dass sie spontan an Tollwut verstorben ist. Deswegen wollte ich fragen, wohin muss ich die Blumen schicken? So. Das kannst du genauso gut als Sprachnachricht schicken. Wichtig ist halt nur, dass du das dann nicht schickst, hey Jenny, ist deine Familie, sondern wirklich mit einer Betonung, die auch lustig und humorvoll rüberkommt. Was macht das mit ihr? Ganz einfach. Es hebt dich erstmal schon mal davon ab, von den ganzen anderen Typen, weil eine Frau ist gewohnt, wenn ein Mann keine Antwort kriegt. Entweder meldet er sich gar nicht mehr oder er ist angepisst. In der Regel. Ja? Was macht der normale 0815 Mann? Der schickt dir irgendwie eine Nachricht mit, oh, ich fand dich ja sowieso scheiße, wenn du nicht antworten kannst, warum gibst du mir die Nummer nicht und dies, das und sowieso. Ne? Ego-Kacke. Was aber hier passiert, ist einfach nur, du bist humorvoll, du bist kreativ und du zeigst ihr, du bist nicht bedürftig, weil dein Leben bricht nicht zusammen, nur weil sie sich mal nicht gemeldet hat. So, und das gibt ihr das Gefühl von, ich kann mich wieder erinnern, warum ich diesem Kerl diese Nummer gegeben habe. Der war ja echt ganz cool drauf. Und darauf kriegst du einfach in den absolut meisten Fällen eine Nummer, eine Nachricht, eine Antwort. Und das ist genau das, was du willst. So, manchmal, na klar, sag ich mal, es kann nicht immer 100% funktionieren. Manchmal kriegst du einfach nur eine Begründung zurück mit, hey, sorry, mein Ex hat sich wieder gemeldet, wir sind wieder zusammengekommen, was auch immer. Aber du bist dann einfach nicht im Dunkeln und denkst dir, warum zum Teufel hat die nicht mehr geschrieben. Ja, aber in den allermeisten Fällen kriegst du wirklich eine geile Antwort, die dann auch funktioniert. Und dann nimmt das Ganze wieder Fahrt auf. Also, kommen wir zur zweiten Situation. Und das ist, du warst mit der Frau schon auf einem Date, ja, vielleicht warst du an einem Spaziergang, vielleicht warst du mit ihr irgendwo was trinken, ja, vielleicht warst du mit ihr sogar, hast ein bisschen rumgefummelt, hast auf einer Parkbank mit ihr rumgemacht oder warst irgendwie schon bei ihr zu Hause und ihr habt geschnackselt, ja, und plötzlich kommt da nichts mehr zurück. So, was machst du jetzt? Jetzt brauchst du nicht diese SMS zu schicken, weil das ist einfach nicht so ganz passend, aber du kannst die hier schicken und die ist sogar noch geiler, funktioniert sogar noch besser in dieser Situation. Und was du machen kannst, ist einfach nur, dass du ihr schreibst, keine Antwort. Wurdest du entführt? Oh, ich bin neugierig. Kriegst du genug zu essen? Gibt es eine Lösegeldforderung? Wie viel bist du wert? Und dann einfach nur einen fragenden Smiley hinten dran. So. Was das wieder mit ihr macht, ist auch wieder zu zeigen, der Typ ist nicht angepisst. Ja, wir sind vielleicht in der Kiste gelandet oder haben dies und das gemacht oder das und das erlebt. Ich melde mich nicht mehr. Aber der ist cool. Der bleibt entspannt. Der findet immer noch einen lustigen Weg, das Ganze wieder aufzugreifen, um mir die Chance zu geben, irgendwie darauf einzugehen. Ja, weil guck mal, du kennst das vielleicht selber. Ja, manchmal hast du vielleicht ein Mädel kennengelernt, war irgendwie sogar ganz cool, aber dann warst du busy. Ja, hast irgendwie für Fußball trainieren müssen oder warst im Kickboxen oder was weiß ich. Oder hast die Karriere vorangetrieben, hast einfach keine Zeit zu antworten und nach 2, 3 Tagen willst du schon gar nicht mehr antworten. Weil jetzt fühlst du dich schon schlecht, weil du schon denkst, boah, jetzt brauche ich mich auch nicht mehr zu melden.
Kommt die jetzt aber um die Ecke mit so einer coolen Nachricht, denkst du dir, verdammt, die ist schon cool. Darauf kann ich jetzt antworten. Darauf kann ich mich zumindest, kann ich mein Gesicht wahren und kann wieder anknüpfen. Und so geht es der Frau eben auch. Und in super vielen Fällen hast du dann die Reaktion, dass die Frau eben sagt, haha, nein, ich wurde nicht entführt, sorry, bei mir ist nur das und das und das vorgefallen. Und dann geht die Konversation wieder los. Und dann fängst du das wieder aufzugreifen an und dann kannst du auch das nächste Treffen relativ schnell wieder ausmachen und bam, bist du am Start. So, und die dritte Situation. Und bitte nur in dieser Situation, die ich dir jetzt nenne, auch anwenden. Ansonsten ist es einfach nicht das Richtige, okay? Die dritte Situation ist die, du hast vielleicht einen von diesen schon ausprobiert oder du hast mit einer Frau irgendwie eine Situation geschaffen, die ich dir normalerweise nicht raten würde, aber die du vielleicht ja jetzt schon verkackt hast, weil du das Video erst jetzt siehst, wo du ihr schon mal geschrieben hast und dann hast du ihr nochmal geschrieben und da kam wieder nichts mehr zurück. Ja? Und dann denkst du dir, verdammt, da kommt jetzt keine Antwort mehr, regt mich irgendwie so ein bisschen auf, weil eigentlich wünsche ich mir, dass zumindest die Höflichkeit eingehalten wird und ich eine Reaktion bekomme. Aber ich weiß auch nicht, wie ich jetzt das Ganze nochmal aufgreifen soll. Wenn ich jetzt nochmal schreibe, dann ist es ja auch nur noch dieser bedürftige Typ, der jetzt schon zum dritten Mal schreibt und anscheinend nicht kapiert, dass sie kein Interesse mehr hat. Was du da machen kannst, ja, ist einfach, du sagst ihr Klartext. So, und zwar, du schreibst ihr einfach sowas wie, hey, hör mal, Alisa, oder wie auch immer sie heißt, ja. Ich bin kein Typ, der den Frauen hinterherläuft und ich habe auch keinen Bock, dir irgendwie auf die Nerven zu gehen. Also wenn du kein Interesse hast, dann schreib mir das einfach. Wirst du nie wieder von mir hören, dann lösche deinen Kontakt und alles ist gut. Ich wünsche dir alles Gute im Leben. Aber wenn du Lust hast, dass wir uns nochmal sehen, dann solltest du auch auf die SMS antworten oder auf die WhatsApp antworten. Und was das macht, es zeigt der Frau, okay, der hat jetzt zweimal geschrieben oder von mir aus, in dem Fall, im Extremfall, dann schon zum dritten Mal jetzt sich jetzt nochmal gemeldet. Aber das ist keiner von den Spastis, die es nicht kapieren. Das ist keiner von den Typen, der dann irgendwie ewig hier hinterherläuft und sagt, nee, hoffentlich, wenn ich hier zum 10. Mal schreibe, dann kommt. Nein, sondern es ist ein Typ, der wirklich verstanden hat, es ist unattraktiv, einer Frau hinterherzulaufen. Er hat aber trotzdem ehrliches, aufrichtiges Interesse. Und jetzt habe ich nochmal die Chance, klare Tachlis zu reden und einfach zu sagen, ey, ganz ehrlich, hat nicht gepasst. Pam, löscht er meine Nummer, lässt mich in Ruhe, dann kann ich jetzt auch antworten. Oder, was auch sehr oft passiert, und dafür gebe ich dir diese SMS immer, deswegen funktioniert die ja so killermäßig, ist einfach, dass die Frau dann halt merkt, okay, der Typ ist eigentlich doch ganz cool und ja, ich habe mich jetzt so ein bisschen scheiße verhalten oder ich habe mich jetzt länger nicht gemeldet, aber eigentlich habe ich Bock, den nochmal wieder zu treffen. Ich will mir das jetzt nicht vergraulen. Und das ist auch so ein kleines bisschen wie in der Verhandlung. Nimmst du das Angebot vom Tisch, ist plötzlich nochmal so dieser Moment, wo die Gegenseite danach schnappt und sagt, warte mal, so weit war ich noch nicht, das Angebot aufzugeben. Ja? Und damit machst du dich einfach ganz in letzter Instanz nochmal interessant und hast nochmal die Chance, dass da nochmal was zwischen dir und der Frau gehen kann. Und das sind die drei Killer-SMS, die du wirklich einsetzen kannst. Zum einen ganz am Anfang, vielleicht nach dem Date und vielleicht in einer tricky Situation, wo du es schon so ein bisschen falsch gemacht hast oder wo halt einfach diese beiden Dinger nicht mehr weitergeholfen haben. Und wenn dir das hier schon geholfen hat, also wenn du einfach schon sagst, boah geil, das sind die besten Textnachrichten, die ich irgendwie je gehört habe, was sie wahrscheinlich sind, weil ganz ehrlich, ich habe das tausendfach an Klienten weitergegeben und die haben alle sehr geile Resultate damit, weil das einfach alles getestet ist, ja, und einfach auch gut funktioniert. Kreativität, Humor, alles ist drin, was du brauchst. Wenn du da schon sagst, das hilft dir mega weiter, dann habe ich noch was, was dir vielleicht noch viel mehr weiterhelfen wird. Und zwar, wenn du einfach mal hier oben auf dieses i draufklickst, kommst du auf ein Video, was ich aufgenommen habe für dich, wo ich dir nochmal erkläre, wie du überhaupt insgesamt in so eine Situation reinkommst, dass du Frauen kennenlernen kannst, dass du dich an den Punkt bringst, überhaupt mit denen so vorwärts zu kommen, wie du das gerne möchtest, also dich mit den Frauen treffen kannst, die du wirklich willst, dass mit den Frauen läuft, die du wirklich willst. Also wenn das so Themen sind, die dich interessieren, einfach hübschere Frauen, coolere Frauen, generell mehr Optionen in deinem Leben haben, dann wird das was sein, was dich sehr, sehr interessieren kann. Ja. Und anyways, abgesehen davon, ja, wenn das Video geil war für dich, lass einen Daumen nach oben da, ja, dem Professor und seinem Kameramann und kannst auch gerne den Kanal abonnieren, dann verpasst du keine künftigen Videos mehr, denn davon haben wir noch sehr viel mehr auf Petto. Ja, im Petto. Petto? Ja, anyways. Bis zum nächsten Video.